dieser Teil der Küste hier ist tatsächlich nicht bebaut. Ne? Das ist also schon was ganz Besonderes. Ganz ursprünglich, so wie es ja eigentlich immer war, ohne dass da irgendwelche Leute großartig was verändert haben. Es gibt halt Wanderwege und Natur, ne? Mehr nicht. Völlig unberührt. Und das ist eben auch der Grund, weswegen ich mit euch hier hingekommen bin, um wirklich mal in der unberührten Natur auch zu sein, also weitestgehend unberührt, dass ihr einfach mal auch die Qualität dieser Gegend mal so ein bisschen aufnehmen könnt, ohne dass da Gebäude dabei sind, ohne dass das jetzt gleich direkt wieder einen Bezug zur Kirche, zur Religion hat, sondern einfach nur mal die Landschaft aufnehmt. Ich hatte so vergessen zu sagen, wofür Maria Magdalena alles so gut ist. Ne? Die ist ja die Schutzheilige für ganz vieles, für ganz viele, unter anderem die Schutzheilige der Frauen, ganz allgemein, dann die Schutzheilige der reuigen Sünderinnen und der Verführten, also die eigentlich nicht so wirklich wollten, aber dann doch verführt worden sind. Schutzheilige der Kinder, und zwar der Kinder, die schwer gehen lernen. Schutzheilige der Schüler und Studenten, auch nicht schlecht, der Gefangenen, der Handschuhmacher, der Wollweber, der Kammmacher, der Friseure, der Salbenmischer, der Bleigießer, der Parfüm- und Puderhersteller. Also damit hat man natürlich auch gerade hier in der Gegend eine ganze Menge Leute, die dann Maria Magdalena auch für sich in Anspruch nehmen, weil hier wird ja auch sehr viel Parfüm hergestellt, zum Beispiel Salben. Der Winzer, der Weinhändler, hier gibt es glaube ich auch Wein, ne? Ja, so ein bisschen. Der Böttcher, das sind halt die, die die Gefäße machen, wo der Wein reinkommt. Und dann aber auch wieder der Prostituierten und der Seefahrer. Also sind alle gleichermaßen geschützt und haben alle die gleiche Heilige. Sie wird dann auch angerufen bei Augenleiden, bei Gewitter und gegen Ungeziefer. Also schon sehr universell das Ganze. Und wie gesagt, was eben spannend ist, gerade dieser Status der Prostituierten, der ja so angehaftet hat oder immer noch anhängt. Ich habe es hier nochmal genau nachgeguckt, das wurde erst 1965 aufgehoben, ganz offiziell. Dass also die Kirche ganz offiziell gesagt hat, Leute, da ist irgendwas falsch verstanden worden, das war nicht so gemeint. 1965. Und wie das so ist, mit solchen Widerrufungen, man kennt das aus der Zeitung, erst kommt die große Meldung, oh, Skandal, und hinterher gibt es dann eben so eine kleine Meldung irgendwo unten am Rand, die dann auch recht wenig beachtet wird. Ja. So, dann habe ich euch so einiges erzählt über ihren Namen, was der bedeutet, und ich weiß gar nicht, ob das so klar rübergekommen ist. Das ist nicht nur eine Mutmaßung. Das ist jetzt nicht nur so, dass ich mir das so ausgedacht habe, könnte so sein, dass Magdalena eben die Große heißt oder die Hüterin der Herde. Das kann man wirklich so übersetzen, wenn man sich mal dran macht und diesen Begriff wirklich auseinanderpflückt. Das ist also jetzt nicht nur Fantasie und Schneegestöber. Oder dass sie eben tatsächlich in Bethanien gelebt hat und die Schwester von Martha und Lazarus war. Das ist schon Fakt. Ne? Das ist also nicht irgendwie so, könnte so sein oder auch nicht. Wenn man sich alleine die Textstellen anschaut, kann sich gar nichts anderes daraus ergeben. Ne? Nehmt dann wirklich diese abseitigen, diese apokryphen Schriften mit dazu. Die sind zugänglich. Man kann die lesen heutzutage. Es gibt ganz viel im Internet. Das gibt es auch in gedruckter Version. Die verbotenen Evangelien ist ein Titel. Wobei, wie gesagt, manche wurden tatsächlich verboten, aber viele wurden eben einfach nur nicht in diese Textsammlung aufgenommen, die wir halt Neues Testament nennen. Ne? Was wäre sonst auch ein bisschen dick geworden, das Ding. Und wie gesagt, dahinter steckt natürlich auch Kirchenpolitik. Aber manche Texte wurden auch tatsächlich nicht regelrecht verboten, sondern einfach nicht mehr benutzt. So nach dem Motto, ach nö, ist nicht so gut, lassen wir mal. Versteht keiner, lassen wir mal weg. So war das zum Teil auch. Also es war nicht immer nur gleich böse Intrige gegen irgendwas. Und dass wir aber eben diese Texte heute haben,
ist ganz wunderbar, weil dadurch ergibt sich eben viel, viel mehr. Man kann viel mehr erkennen, wie das Verhältnis der beiden zueinander war. Und ich habe das ja auch schon erwähnt, dass er eben nach dem Philippus-Evangelium Maria dann öfter auf den Mund geküsst hat. Und diese Übersetzung ist auch unstrittig, das passt. Und wie gesagt, Gefährtin, Koinonos, das ist griechisch und da haben wir dann auch wieder diesen Begriff, dass sie wirklich Partnerin oder Gemahlin ist. Ne? Und das kann man auch nicht anders übersetzen. Und das passt zu vielen anderen Textstellen. Und wenn wir dann überlegen, dass Namen oder auch das Verhältnis der Personen untereinander in der Bibel sowieso relativ selten erwähnt werden, selten genannt werden. Ne? Und wenn es dann genannt wird, aber immer darauf hinausläuft, dann können wir schon davon ausgehen, dass die tatsächlich eben verheiratet waren, Partner waren. Und es passt eben auch dazu, dass Jesus Rabbi war, sagte ich auch schon. Ne? Und auch in diesem Evangelium nach Maria, da ist es dann so, dass Petrus sogar selber sagt, Schwester, wir wissen, dass der Erlöser dich geliebt hat, anders als die übrigen Frauen. Ne, sag uns die Worte, die er dir anvertraut hat, an die du dich erinnerst und von denen wir keine Kenntnis haben. Also der ging auch ganz selbstverständlich davon aus, dass sie mehr wusste als alle anderen. Ne, weil sie eben eine besondere Beziehung hatten, natürlich. Und das läuft dann eben auch weiter auf diese Salbung hinaus. Wie gesagt, gesalbt zu werden ist normalerweise das Privileg der Könige in der jüdischen Religion, im jüdischen Staat. Und es wird ein ganz bestimmtes Öl verwendet, eine ganz bestimmte Zusammensetzung, das ist festgelegt. Und es wurde eben halt ein ganz anderes Öl verwendet. Und auch die Situation, in der das gemacht hat, war ja jetzt keine hochherrschaftlich-königliche, wo er dann irgendwie als König installiert werden sollte. Sondern das war ja eher so ein privater Rahmen, in dem das Ganze geschah. Und auch das vielleicht zum Verständnis, Christus heißt tatsächlich der Gesalbte. Das heißt nicht der Gekreuzigte oder sonst irgendwas in diese Richtung, sondern heißt der Gesalbte. Wozu er gesalbt worden ist, wissen wir nicht so, ne? Hochoffiziell laut Kirche, wenn man dann dahinter schaut, dann ist es eben schon die Vorbereitung für diese heilige Hochzeit, passend kurz vorm Passafest, kurz vor dieser Feier. Das war alles Absicht, das war alles geplant. Und was geplant war, was da beabsichtigt war, war eben ein Ritus, der da vollzogen werden sollte, der letztendlich das Männliche und das Weibliche miteinander verbindet, gleichberechtigt miteinander verbindet. In gegenseitigem Respekt, in gegenseitiger Liebe, ne? Dass das alles also dann auch ganz offiziell durch dieses Ritual bekräftigt wird, dass damit letztendlich auch die Lebendigkeit gefeiert werden sollte. Das ist ja genau das, was beim Osterfest oder beim Passafest auch der Fall ist. Das Land, die Pflanzen, das fängt alles wieder an zu wachsen, zu blühen. Ne? Das Jahr geht damit im Grunde genommen los. Wachstum. Bis hin in den Sommer hinein, irgendwann kommt dann wieder der Herbst, dann kommt der Winter. Auch im Mittelmeerraum gibt es da schon Unterschiede. Und dann hat man diesen Jahreskreislauf von Werden und Vergehen, von Geborenwerden, von Sterben. Und genau das sollte letztendlich auch damit gefeiert werden, diese Lebendigkeit, die Verbindung mit der Natur, die Verbindung von Yin und Yang, wenn man so will. Das Ganze auch mit anderen Ritualen noch verbunden, wo dann eben auch andere Leute eingeweiht wurden. Es gibt solche Zeremonien eben auch in anderen Zusammenhängen. Mysterienkulte werden die dann ganz allgemein genannt, ob das jetzt dionysische sind oder eleusinische oder ob das ein Isis-Kult ist. Es sind immer irgendwelche Handlungen, von denen man nicht so genau weiß, was die da gemacht haben. Deswegen ist das ja ein Mysterienkult. Man weiß es nicht so, ist sehr mysteriös. Es war nur möglich, wenn jemand eingeweiht ist in die Kenntnisse, in die Handlungen, worum es da genau geht. Das Ganze, wie gesagt, hängt schon damit zusammen, dass Jesus, Maria Magdalena, eingeweihte Jünger im Sinn hatten, den Glauben
wieder anwendbar zu machen. Das war damals vor 2000 Jahren ähnlich wie heute. Es gab eine herrschende Priesterkaste, das haben wir auch. Es gab feste Regeln, nach denen Gottesdienste gemacht wurden. Es gab feste Regeln, nach denen sich auch das gesellschaftliche Leben entwickelt hat. Freie Entfaltung des Glaubens ohne diese Priesterschaft war nicht möglich. Also es gab ganz strenge Regeln, nach denen man leben durfte. Es gab vieles, was man eben auch nicht durfte. In diesem engen Korsett gab es keine spirituelle Entfaltung. Es gab keine direkte Verbindung zum Göttlichen, so wie das ursprünglich auch mal vorgesehen war. Sondern man diente halt, man war getrennt von Gott. Wir kennen das auch aus einigen christlichen Gebeten, dass man auch da getrennt ist von Gott. Wir hier unten, Gott da oben, und die jüdischen Gebete sind da auch nicht viel anders. Gerade auch in der Zeit. Und dass es den beiden schon darum ging, eben diese Verbindung zum Göttlichen eben wieder lebendig werden zu lassen. Auch durch entsprechende Rituale, die man macht. Dazu gehört auch die Überwindung des Todes, dazu gehört diese heilige Hochzeit, diese Gleichberechtigung von Mann und Frau. Und dazu gehört letztendlich auch die Arbeit mit sich selbst, sich selber anschauen, in sich hineinschauen, sich mit sich und den Dingen, die einen beschäftigen, auseinanderzusetzen. Und das sind auch Dinge, da gibt es gar nicht so viel zu lernen, es braucht gar nicht viel. Es braucht Offenheit, was oft schon schwer genug ist, offen und ehrlich sich selbst gegenüber zu sein. Ehrlichkeit, auch sowas, dass man eben auch ehrlich ist sich selbst gegenüber. Weil es geht ja immer ganz schnell, dass man sagt, oh, ich habe nichts, mir geht's gut, alles easy. Und in Wirklichkeit ist da doch irgendwo was. Und man schleppt das so mit sich rum und hat sich auch dran gewöhnt und findet das auch ganz normal, dass das so ist. Und da muss man nicht ändern. Das muss man nicht ändern. Das war schon immer so und ist schon gut. Also diese Ehrlichkeit, diese Offenheit sich selbst gegenüber ist ganz wichtig. Dass man sich bewusst macht, das ist auch eine ganz alte Tradition, dass alles mit allem verbunden ist, dass wir nicht nur mit dieser Natur verbunden sind, sondern untereinander, miteinander und natürlich auch mit unserer Quelle, mit unserem göttlichen Ursprung. Dass auch da eine Verbindung da ist, dass die immer da ist, dass wir es nur leider nicht immer spüren, dass wir das nicht immer fühlen für uns. Aber wenn wir uns das bewusst machen, darum ging es dann eben auch, wenn wir uns das bewusst machen, dann kann man das wieder spüren, dann kann man sich getragen fühlen, dann kann man eine Entscheidung treffen, ins Vertrauen zu gehen, dann kann man eine Entscheidung für sich treffen, dass man sich auch geborgen fühlen möchte, dass man wirklich davon ausgeht, ja, ich werde getragen von dem Göttlichen in mir und um mich herum und kann auf dieser Grundlage dann auch hinschauen, kann mir meine eigenen Themen anschauen, ohne Angst haben zu müssen, dass da irgendwas mit mir passiert, dass es hinterher noch schlechter wird als vorher. Und ich kann nicht nur meine Themen anschauen, sondern kann sie klären und kann mein Leben kraftvoll, liebevoll, machtvoll, im positiven Sinne gestalten. Darum geht es. Und dieser Bogen, den ich da jetzt geschlagen habe, von diesen Inhalten, die in der Bibel stehen, hin zu diesen Erkenntnissen. Das ergibt sich aus dem Evangelium nach Maria. Da steht es im Grunde genommen genau drin, fast wie eine Gebrauchsanweisung. Allerdings eine Gebrauchsanweisung, die eben tatsächlich nur dann funktioniert, wenn man sich öffnet und wenn man viel, viel tiefer geht, was auch die Bewertung seiner eigenen Möglichkeiten betrifft. Dass das nicht so an der Oberfläche dümpelt, ach ja, ich glaube mal an Gott, mal gucken, und ich bitte die Engel, vielleicht klappt ja was. Und dass man sich auch da wieder losgelöst fühlt, sondern dass man das wirklich integriert, dass man das Göttliche auch in sich selber empfinden kann, dass wir eben selber handeln können, in dem Bewusstsein, dass wir selber eben auch von göttlichem Geist durchdrungen sind. Und das ist schon das, was sehr wichtig ist, dass man sich das immer wieder bewusst macht, egal ob unser Leben gerade rund läuft oder nicht, ob wir Probleme haben oder nicht. Dieser göttliche Geist ist immer da.
Wir brauchen eigentlich nur mit unserem Bewusstsein dahin gehen. Dann werden wir entsprechend unterstützt, dann werden wir getragen, dann bekommen wir diese Unterstützung. Wenn ich mit meiner Aufmerksamkeit mehr bei meinen Ängsten bin und bei den Problemen bin, die ich gerade habe, ja gut, dann erlebe ich das eben, ganz ohne weitere Bewertung. Wenn ich mir Sorgen mache um irgendetwas, dann erlebe ich Situationen, in denen ich mir dann auch Sorgen machen kann. Und wenn ich mehr im Vertrauen bin, was Lebenssituationen betrifft, dann erlebe ich letztendlich auch Situationen, die dieses Vertrauen bestätigen. Es gibt immer wieder auch mal Ausnahmen, das sind dann vielleicht auch Prüfungen, Tests, so nach dem Motto, meinst du das auch wirklich so? Ne? Also auch sowas geht und gibt es. Und hilfreich ist die Aufmerksamkeit, die Achtsamkeit, dass man immer wieder überlegt, möchte ich das gerade so? Mache ich das, was ich wirklich will? Wie fühle ich mich gerade? Fühle ich mich wohl oder fühle ich mich nicht wohl? Kann ich mich anders fühlen? Was ist gerade nicht gut? Oder was ist auch gut? Dass man sich einfach auch mal freut über das, was gut ist und das Gute selbstverständlich auch genießt. Es geht ja nicht immer nur darum, Probleme zu suchen und die dann zu bewältigen, sondern sich natürlich selbstverständlich auch zu freuen über all das, was gut ist. Das Leben zu genießen. Und aus diesem Genuss heraus noch viel mehr Freude und Erfüllung in seinem Leben zu finden.